Ihr Lieben, zum Gottesdienst am 19. Sonntag nach Trinitatis nehme ich euch wieder mit in die Heiligkreuzkirche in Bardewisch. Hier lasst uns Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser erstes Gebet kommt aus dem 32. Psalm. Den singe ich uns gleich nach der Weise des Genfer Psalters, drüben in der Kapelle am Deich in Lemwerder. Danach finden wir uns hier wieder. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten.
Lasst uns beten. Lasst uns beten zu Gott, unserem Vater, durch den wir in Christus das Leben haben. Für unsere Verwandten und für alle, mit denen wir zusammenleben und arbeiten, dass wir miteinander verbunden bleiben in guten und bösen Tagen, im Vertrauen und gegenseitigem Verstehen. Lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Für unsere christlichen Kirchen, dass sie Christus bezeugen und verkünden, dass sie sich lösen aus erstarrten Traditionen und Anteil nehmen an den Fragen und Nöten der Welt, lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Für die Mächtigen in der Welt, dass ihre Entscheidungen Leben bewahren, dass sie kein Volk und keinen Menschen unterdrücken und ausbeuten, sondern dem Wohl und dem Frieden der Menschen dienen. Lasst uns zum Herrn beten. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, unser Gott, dir verdanken wir unser Leben. Stärke uns in der Hoffnung, dass sich das Gute als stärker erweisen wird als das Böse. Und dass das Leben mächtiger ist als der Tod durch die Auferstehung deines Sohnes Jesu Christi. Denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Ehre und Anbetung, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und jederzeit. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die alttestamentliche Lesung für diesen 19. Sonntag nach Trinitatis steht aufgeschrieben im 2. Buch Mose im 34. Kapitel. Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm, und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied.
Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe dir, Herr, in unserer Mitte. Denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werke sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Der singe Psalmen.
Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Halleluja, 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 Halleluja. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Halleluja, 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 Halleluja. Das Evangelium für diesen Sonntag steht aufgeschrieben bei Markus im 2. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus ging wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Lob sei dir, o Christe! Lasst uns gemeinsam mit den Christen aller Zeiten und Völker Gott preisen mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Heute ist die Epistel unser Predigttext. Wir haben sie vorhin gehört, diesen Abschnitt aus dem Jakobusbrief aus dem 5. Kapitel. Bekanntermaßen hat Martin Luther mal gesagt, der Jakobusbrief sei eine stroherne Epistel. Er hat mit dem ganzen Brief nicht viel anfangen können. Und zwar, weil nach seiner Meinung so wenig Evangelium drin wäre, aber so viel Gesetz und so viel Du sollst.
Hier in diesem Abschnitt sehen wir, wie die beiden, du sollst bzw. mach das und das Evangelium, über das allein der Herr selber Herr ist, wie die miteinander verschränkt sind. Und ich möchte euch jetzt diese Epistel nicht nochmal vorlesen, wir haben sie ja gewissermaßen noch im Ohr. Ich möchte sozusagen Satz für Satz, Abschnitt für Abschnitt lesen und meine Gedanken daran heften. Also, es geht gleich los mit dem ersten Satz. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ich kenne eine ganze Reihe Leute, wenn die leiden, und diese Leute leiden eigentlich ständig, dann müssen sie das gleich alle Welt wissen lassen. Also ich hatte vorhin wieder so einen Anruf von einer Dame, die sagt guten Tag und die sagt auch, wie geht's, und hört sich auch an, wenn man erwidert, mir geht's gut. Aber dann sprudelt aus ihr auch schon ihr Leiden heraus und sie beklagt sich über ihren ganzen Lebensumstand, mit dem ich freilich nicht tauschen möchte. Also ich habe viel Verständnis dafür, dass sie Grund hat zum Klagen und dass sie dann auch klagt. Nur, warum klagt sie mir das? Ich kann doch nichts dran machen. Ich kann ihre Gesundheit nicht heilzaubern. Und hier gibt es diesen schönen Satz, wenn jemand unter euch leidet, der bete. Also nicht den Mitmenschen die Stimmung zu verhageln und zu vermiesen, indem man überall sein eigenes Leid ausbreitet und wie geht's mir schlecht und wie geht's mir schlecht, sondern vor anderen Leuten das für sich zu behalten, aber vor Gott umso intensiver auszubreiten. Wir wissen alle, dass Gott nicht die Angewohnheit hat, dann vom Himmel herab plötzlich ein Wunder geschehen zu lassen und alles ist gut. Oder mit irgendeiner Donnerstimme oder Säuselstimme, je nach Geschmacksrichtung, einem irgendwelche Botschaften zu sagen. Das tut er nicht. Es geht darum, das eigene Leiden vor Gott auszusprechen, um dadurch der eigenen Seele Luft zu machen. Was Gott mit den Gehörten anfängt, müssen wir ihm überlassen und das können wir ihm auch überlassen. In der Regel kommt was Gutes dabei raus. So, und gleich als Gegenstück zu diesem behellige mit deinem Leiden nicht deine Mitmenschen, sondern lade das bei Gott ab, gibt es den guten Rat, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Singe Psalmen. Da habe ich so meine eigenen Erfahrungen mit, denn ich habe bis weit ins Erwachsenenalter hinein und bis ich selber kleine Kinder hatte und es dann mit ihnen gemeinsam machen konnte, immer wieder vor mich hingesungen. Und das gelegentlich auch in der Öffentlichkeit. Also ich sehe mich noch an dieser einen Fußgängerampel stehen und habe da gedrückt. Man drückt ja auf so einen Knopf, ob das wirkt oder nicht, das ist egal, aber man drückt da erst mal drauf und dann wartet man, bis grün kommt. Und ich stehe da also und warte, dass grün kommt und singe so vor mich hin. Und dann kommt jemand anders und will auch über die Straße und wirft mir einen Blick zu, als wäre ich, in Bremen sagen wir, in Ellen über die Mauer. Also der Irrenanstalt entlaufen. Ja, also das vor sich hin singen bei guter Laune ist bei uns kulturell nicht mehr akzeptiert. Wird aber hier angeraten, aus einem ganz einfachen Grunde, wenn du deiner guten Laune mit vor dich hin singen Luft machst, das strahlt aus, das könnte andere mitreißen. Das könnte gute Laune ausbreiten. Ist doch gar nicht verkehrt, wenn man das mal versucht, gute Laune auszubreiten. Und zwar nicht nach dem Motto, ich will jetzt aber mal gute Laune ausbreiten, damit die anderen Leute alle merken, wie gute Laune ich habe, sondern einfach der eigenen Lust und Laune völlig selbst vergessen, Ausdruck zu verleihen, ohne Rücksicht darauf, ob das jemand anders mitkriegt oder nicht. Und vielleicht die gute Erfahrung machen, dass man nicht nur einen befremdeten Blick, sondern vielleicht auch ein Lächeln entgegnet bekommt. Also eine Ausbreitung der guten Laune soll ja auch vorkommen. So. Nächster Satz in unserem Brief. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn.
Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das ist jetzt ein relativ langer Abschnitt. Ich erinnere mich, wenn ich als kleiner Junge krank war, fand ich es schön, wenn die Mutter in der Nähe war, aber sie musste nicht dauernd sich um mich kümmern. Es war gut, wenn ich ihre Geräusche hörte und wusste, sie ist da. Das Wesen, das mir eigentlich Gesellschaft geleistet hat, wenn ich mit Fieber und irgendwelchen anderen Sachen im Bett lag, das war unsere Katze. Es war eigentlich nicht gern gesehen, dass die mit uns im Bett war oder auf dem Bett lag, während wir drin lagen. Aber wenn ich krank war, war das überhaupt kein Problem. Mutter kriegte eine ihrer Schürzen her, und zwar die, die eigentlich schon in die Wäsche sollte, breitete sie auf meinem Bett aus und die Katze sprang darauf, rollte sich ein, und zwar nach Möglichkeit so, dass sie in meiner Kniekehle lag oder an meiner Hüfte. Das fand sie wunderbar. Da haben wir einander gewärmt und einander Gesellschaft geleistet, ohne Worte zu wechseln. Denn wenn ich Fieber hatte, war mir gar nicht nach Worte wechseln. So. Also, vielfach, wenn ein Mensch krank ist, jedenfalls in unserer Kultur, zieht er sich zurück. Und hier wird gewissermaßen das Gegenteil angeraten. Wenn einer krank ist, der bitte die Repräsentanten der Gemeinde zu sich, dass sie stellvertretend für die ganze große Gemeinschaft bei ihm sind, für ihn beten. Das ist nämlich so, wenn die Krankheit richtig ernst ist, ist der Sinn nicht nach Beten ausgerichtet. Und also jedenfalls meine Erfahrung ist, es ist einem dann, oder es war mir in solchen Situationen dann, als ob ich unter einer Art gläsernen Decke wäre, die ich alleine nicht durchbrechen kann mit meinen Gebeten. Die Verbindung war, wollte irgendwie sich nicht herstellen. Und dann kommen die Ältesten der Gemeinde und sagen, vielleicht kannst du jetzt nicht beten. Vielleicht kannst du jetzt nicht mal glauben. Aber wir sind da und wir glauben. Und wir glauben jetzt für dich mit und nehmen dich mitsamt deiner Krise jetzt mit hinein in unser Gebet. Und das kann Wunder wirken, zumindest stimmungsmäßige Wunder wirken, wenn so Leute kommen. Da habe ich auch eine nette Geschichte zu. Ich habe einen syrisch-orthodoxen Freund und dessen Vater lag mal im Krankenhaus. Und ich war gerade zu Besuch bei ihm und er sagte, komm, lass uns doch Vater noch mal besuchen im Krankenhaus. Vater hatte gerade eine Transplantation überstanden. So, also wir kommen da abends zu einer eigentlich unmöglichen Zeit, aber er hatte, mein Freund, als tagsüber beschäftigter Mensch keine Zeit dafür, kamen wir in dieses Krankenzimmer und fanden da den Vater meines Freundes und fanden da noch einen Mitbewohner, einen Leidensgenossen. Ja, und wir versammeln uns da um das Bett, mein Freund und seine Familie und ich, und reden im gedämpften Ton miteinander. Und dann sagt mein Freund zu mir, sag mal, kannst du nicht uns ein Abendlied singen? Und ich dann, hinunter ist der Sonnenschein und so weiter und so fort. Das ganze Abendlied, ich hatte ja kein Gesangbuch dabei, soweit ich das aus dem Kopf konnte. So, da haben wir noch ein Vaterunser miteinander gesprochen. Mein syrisch-orthodoxer Freund und sein Vater und die Familie auf Aramäisch und ich auf Deutsch. So, und dann verabschieden wir uns und ich als höflicher Mensch verabschiede mich natürlich nicht nur bei dem Kranken, den wir besucht haben, sondern auch bei seinem Bettnachbarn und von dem kriege ich überschwänglichen Dank. Ich hatte erwartet, dass wir zu dieser fast nachtschlafenden Zeit, immerhin im Krankenhaus abends um 8, das ist eigentlich keine angemessene Zeit mehr, dass wir ihm da lästig fallen würden. Und das Gegenteil war der Fall gewesen. Wir hatten uns um ihn gar nicht gekümmert. Wir hatten mit dem anderen geredet und mit ihm zusammen gebetet. Also, das sind Dinge, die wir uns in unserer Kultur nicht gönnen, die aber uns
hier angeraten werden und sind praktiziertes Evangelium. Und ihr seht, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. So heißt es, das Gebet des Glaubens, also das Gebet des Vertrauens auf Gott. Und der Herr wird ihn aufrichten. Das machen nicht wir Menschen, das macht der Herr, also Jesus Christus. Da brauchen wir uns gar nicht drum zu kümmern, uns keine Sorgen zu machen, ob das passiert oder nicht. Das wird er tun. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu tun. Und da sieht man genau das Evangelium, was der Luther verkannt hat. Hier wird in den Mittelpunkt gestellt, dass der Herr der eigentlich Handelnde ist und wir ihm bloß Stimme, körperliche und geistige Gegenwart leihen. Mehr können wir nicht tun. Aber das immerhin sollten wir tun. So, was kommt jetzt noch? Wenn der Kranke Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Die Vergebung wird erfahrbar dadurch, dass die Repräsentanten der Gemeinde da sind und ihn behandeln, als ob nichts ihn aus der Gemeinschaft getrennt hätte. Seine Krankheit nicht, irgendeine eventuell vorgefallene Sünde auch nicht. Das ist ein ganz wichtiger Gestus. Wiederum praktiziertes Evangelium. Nun, an diese Bemerkung schließt der Brief Folgendes an. Bekennt also einander eure Sünden. Und damit ist jetzt nicht gemeint, wie auf chinesischen Parteitagen oder Betriebsversammlungen, wer einen Fehler gemacht hat, muss den vor aller Öffentlichkeit beichten und muss dann dafür zur Schnecke gemacht werden und dann, je nachdem, was in der höheren Etage geraten scheint, darf er seinen Posten weiter ausführen oder wird in der Versenkung verschwinden gelassen oder was auch immer. So ist das nicht gemeint, sondern es ist so gemeint, dass die Sünden, die wir Menschen tun, die uns von unseren Nächsten isolieren und auch aus der Gemeinschaft heraus isolieren, dass die im geschützten Raum, wir befinden uns hier immer noch anscheinend in einem Krankenzimmer, im geschützten Raum zur Sprache gebracht werden, damit sie ihre isolierende, trennende Macht verlieren und die Verbindung wieder geknüpft wird und sich als stärker erweist, als die Sünde hat sein können. Darum geht es. Also, bekennt also einander eure Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und hier merkt ihr, dass das Wort gesund nicht allein meint Freiheit von körperlichen Krankheiten und Gebrechen, sondern es meint einen geistigen Zustand des Starkseins und Gegenwärtigseins und Verbundenseins mit der Gemeinschaft. Das ist also viel umfassender als die bloße körperliche Gesundheit. Es ist eine geistige und eine soziale Gesundheit mit gemeint, wenn hier die Rede ist von betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und dann kommt zum Schluss dieser Vers, den kann man sich rahmen und übers Bett hängen oder ins Wohnzimmer über den Arbeitstisch oder wohin auch immer, wo man ihn täglich sieht. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das stimmt. Das vermag viel. Das Problem ist nur, wir können das nicht nachweisen. Nur eine Stelle können wir untersuchen und Nachweise versuchen. Das Gebet eines Menschen, hier heißt es eines Gerechten, eines Menschen, der sich mit Gott einig ist. Das ist mächtig, Veränderungen herbeizurufen. Wir können aber nur nachweisen, die Veränderungen, die das Gebet am Beter und im Beter hervorruft. Was das Gebet sonst noch verändert, das müssen wir Gott überlassen und wir haben keine Möglichkeit, das nachzuweisen. Das und wie das Gebet den Beter verändert, das kann man beobachten. Leider gibt es da schlechte Beispiele. Leute, die wunderbare Beter sind, aber ausgesprochen finstere Seelen.
die sozusagen eine Technik des Betens wunderbar verstehen. Alle Leute finden das toll, aber im Grunde sind sie mit dem Herzen mit ganz anderen Dingen beschäftigt und gar nicht dabei. Es ist eine äußerliche Technik, die Eindruck schindet und leider den einen oder anderen leimt und beeindruckt. Und es gibt andere, die sind möglicherweise gar keine beeindruckenden Beter, aber intensiv mit ihrem Herzen dabei. Und das sind dann die guten Beispiele. Und wie überall, wo Menschen sind und wo es auf der Welt zugeht, wie es auf der Welt nun mal zugeht, man hat die Sonnenseiten, man hat die Schattenseiten und man hat nie irgendetwas ganz eindeutig. Und was der eine beeindruckend und geistgewirkt findet, sieht der andere für Heuchelei an. Und beide haben sie Gründe, warum sie das so sehen, wie sie es sehen. Und mit diesen Ambiguitäten und Mehrdeutigkeiten müssen wir leben. Wir können das am allerbesten, wenn wir darüber im Gespräch bleiben, also die Gemeinschaft nicht aufkündigen, nicht spalten. Ja, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die wir im Moment haben in einer Gesellschaft, in der immer mehr Polarisierung um sich greift, dass wir Christen über die Gräben der verschiedenen politischen Ansichten hinweg versuchen, das wahr sein zu lassen, dass Christus stärker eint, als wir Menschen mit unseren beschränkten Ansichten und Einsichten trennen können. Von diesem Glauben an den einen Christus wünschte ich mir mehr in meiner eigenen Kirche. Amen. Erneuere mich, o ewiges Licht, und lass von deinem Angesicht mein Herz und Seele mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist und nichts sonst als was du willst will. Ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll. Auf dich lass meine Sinne gehen, lass sie nach dem, was droben stehen, bis ich dich schau, o ewiges Licht. Von Angesicht zu Angesicht. Lasst uns beten. Gott, in deinem Licht gedeihen Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Bewege unsere Herzen, deinem Licht zu folgen. Stärke unsere Kraft, der Finsternis zu widerstehen. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, ein wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater,